Ja, erstmal vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Ich hoffe, ich kann die Erwartungen ein Stück weit erfüllen. Die ursprüngliche Version von dieser Präsentation hatte über 90 Seiten. Ich habe sie dann ein Stück weit runtergekürzt, weil ich dachte, wir wollen ja in einer Stunde fertig werden. Ich hoffe, ich habe alles Essentielle drin gelassen. Wenn es Fragen gibt, einfach melden. Ich versuche die dann möglichst gut darauf einzugehen und möchte dann in dem Moment einfach auch gleich anfangen. Genau, vielleicht eine kurze Vorstellung, wer mich nicht kennt. Beruflich bin ich bei der Firma Müller, Teamleiter im Second Level Support Filial und Linux-Systeme. Wir betreuen in meinem Team die ganze Infrastruktur, was auf Linux basiert, und die ganzen Filialsysteme, die wiederum auch auf Linux basieren. Linux und Unix Admin seit 1999, Nagios Nutzer seit 2002 und Isingar Nutzer seit 2010. Und darüber hinaus, so sagen es zumindest meine Kollegen, ein sehr starker Open Source Verfechter. Also mir ist eine Lösung, bei der man Source Code sieht, deutlich lieber als irgendwelche Closed Source Projekte bei uns im Unternehmen. Einfach weil wir mit letzteren schon deutlich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Privat, habe zwei ganz interessante Projekte am Laufen, Baby 05 und Kleinkind 2.3, beide noch nicht ganz bugfrei, aber habe mir gestern auch sagen lassen, es dauert wohl auch noch 20 Jahre und auch dann hat man noch seine Probleme. Genau, privat bin ich zu erreichen, E-Mail-Adresse, Twitter, und auf meinem Blog gibt es immer mal wieder ganz interessante Anekdoten zum täglichen Sys-Admin-Wahnsinn. Genau, das also mal zu mir privat. Dann möchte ich auch mal kurz das Unternehmen vorstellen. Wer das Logo, oder wem sagt dieses Logo nichts? Wer kennt uns nicht? Wer verwechselt uns mit Bettenmüller oder Müller Milch? Okay, es handelt sich dabei ganz kurz nur um die viertgrößte Drogeriekette in Deutschland hinter DM, Schlecker und Rossmann. Wir wachsen stetig, aber nicht so schnell wie die drei ersteren. Genau, das ganze Zeug ist auch schon ein Stück weit älter, Oktober 2010. Irgendwie waren keine aktuelleren Daten aufzutreiben, deswegen übergeben wir es auch ganz kurz. Genau, die Müller IT im Überblick bedeutet, wir sind momentan in 7 Länder vertreten. Lustigerweise hat das Marketing Spanien unterschlagen. Ich bitte darüber hinwegzusehen. Also wir haben eine ganz starke Konzentration einfach auf dem süddeutschen Raum. Wir expandieren im Norden und eben auch im Ausland wie Österreich, der Schweiz, in Ungarn, Slowenien, Kroatien, und Spanien bleibt womöglich gleich. Die Müller IT im Detail bedeutet, wir haben am Standort Ulm 3 Rechenzentren in Betrieb. Rechenzentren ist vielleicht ein Stück weit übertrieben, es sind 3 große Serverräume, wie in den meisten Unternehmen wahrscheinlich. Dort hosten wir 400 Linux-Server ungefähr, davon sind 300 virtualisiert mit KVM und OpenVZ. Wir haben auch noch 120 Windows-Server, haben Stücke ungefähr 350 Router und Switches und 650 Filialrouter, die ins Monitoring eingebunden sind. In den Filialen, ich habe gestern Abend nochmal geschaut, die Zahl von 650 Filialen passt. Wir haben 1600 Workstations, die zu monitoren sind, 3200 Kassensysteme, 850 Drucker, 1600 Netzwerkkomponenten, 1300 Zeiterfassungsterminals und 450 EC-Terminals sind per IP angebunden, die restlichen per serieller Schnittstelle oder USB. So, das ist eigentlich mal alles, was wir momentan mit Isingar bzw. Nagios abdecken. Als Historie vielleicht noch ganz kurz dazu. Der Projektbeginn war so auch diese Umstellungszeit, wo man von DOS und Windows CE-basierten Kassensystemen was Neues versuchen wollte. Man wollte es dieses Mal richtig machen, hat sich dann für Linux und Java entschieden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist man mittlerweile bei einem Stand angekommen, der sehr gut funktioniert. Wir haben dann 2003 ein Proof of Concept in 5 Filialen aufgebaut. Damals noch ziemlich wild, da gab es ja keine NDO-Utils oder so zur Datenübertragung, sondern haben dann quasi selber per Perl-Script den Inhalt der Datenbanken hin und her kopiert.
Hat funktioniert bis zu einer Größe von 500 Filialen, war alles wunderbar. Haben dann 2004, da ging dann die Software, die Kassensoftware quasi live. In dem Zuge haben wir auch Nagios 1.2 mit ausgerollt in 350 Filialen, inklusive unseren NDS-Utils, was nicht zu verwechseln ist. Es gibt, glaube ich, auch ein großes Projekt oder ein anderes Projekt, das NDS-Utils heißt. Das ist quasi unsere Version davon, da komme ich nachher noch dazu. Und haben dann quasi 2008, 2009 umgestellt von Nagios 1.2 auf Nagios 3 und haben diesen ganzen Perl hin und her Kopiererei über Bord geworfen und haben das dann quasi mit NDO-Utils als Backend aufgesetzt. Hatten dann auch die Möglichkeit, dass wir, oder was heißt die Möglichkeit, hatten dann auch das Problem, dass mit Standard Nagios und Passive-Checks und so weiter das Ganze nicht mehr skaliert und performt hat. Wir haben dann unser eigenes Nagios Lite gebaut, das werde ich nachher auch mal kurz vorstellen, was uns einfach die ganzen Filialen visualisiert. Haben dann 2009 die 600. Filiale mit Nagios überwacht. Bis jetzt funktioniert alles nur wunderbar. Mittlerweile haben wir 650 und es kommen jedes Jahr so zwischen 50 und 80 neue Filialen dazu. 2011, dieses Jahres, im Sommer, haben wir angefangen, unsere Zentrale auf Isinga zu migrieren, einfach weil uns ja die Weiterentwicklung im Bereich Nagios nicht mehr ganz überzeugt hat und für uns auch zu schleppend geht. Wir haben einige Patches und Bugfixes versucht zu einfließen zu lassen, was allesamt eigentlich irgendwie abgelehnt worden ist, was schade ist, weil wir eigentlich eine sehr große oder eine ziemlich große oder verhältnismäßig große Umgebung betreiben und eben auch dort, ja, soll man sagen, für nötiges Feedback sorgen könnten. So, viel zur Historie. Genau, die Anforderungen waren eigentlich ganz klar. Steht ganz oben, das war so der Kernsatz, den uns unsere IT-Leitung vorgegeben hat. Wir müssen merken, wenn etwas nicht funktioniert, nicht der Kunde. Deswegen Monitoring. Wir haben das dann noch ein bisschen aufgedröselt, was dabei rauskommt. Zum Beispiel zeitnahes Monitoring aller Komponenten. Wir möchten wissen, vorm Kunde, wann etwas kaputt geht. Wir möchten auch vor allem morgens wissen, was ging nachts kaputt. Die Verfügbarkeitsauswertung einzelner Komponenten, ganz wichtig für uns, weil wir Kassensysteme im Einsatz haben, die PCs sind schon 10 oder 13 Jahre alt und wenn so eine Box natürlich jetzt 3, 4, 5 Mal ausfällt und komplett getauscht werden muss, dann oder das Mainboard oder Speicher getauscht werden muss, dann wird es vielleicht mal Zeit für was Neues. Genau, das ist quasi der nächste Satz auch schon, Erkennung fehlerhafter Komponenten, die mehrfach Störungen aufweisen, einfach weil bei uns auch, ja, man kennt es aus dem Schwäbischen, man spart und solange irgendwas läuft, gibt es keinen Zweck, das auszutauschen. Aber wenn es dann wirklich so ist, dass an der Kiste mal 3, 4 Mal eine Servicefirma rausfahren muss, die uns dann auch wiederum Geld kostet, dann tauscht man sie im Endeffekt aus. Genau, Dokumentation von Störungen war für uns ein wichtiger Punkt für Tickets und auch für die Servicefirma. Wir wollten wissen, wie lange braucht die Servicefirma dazu, um irgendwas auszutauschen, hält sie die mit uns vereinbarten SLAs ein. Und was für uns ganz wichtig war, eigentlich eher vom Sysadmin-Bereich, das Monitoring bei Softwareauslieferungen. Wir rollen ja nächtens auf 3000 Kassen eine neue Softwareversion aus und da zu wissen, dass das alles funktioniert hat, wenn dann in Nagios oder Isinga wieder alles grün ist, ist einfach ein gutes Gefühl. Man kann dann viel beruhigter schlafen. Genau, wie sieht das ganze Zeug aus? Also wir sind dann konfrontiert worden 2002, 2003 mit so einem Stapel, der lief damals nur auf DOS. War für uns eigentlich auch was komplett Neues, weil man kennt die Kasse aus dem Supermarkt eigentlich vom Einkaufen, die tut, was es soll. Aber dass eigentlich ein vollwertiger PC drinsteckt, meistens, sage ich jetzt mal, war für uns auch nicht so ganz ersichtlich. Wir hatten dann derer viele Komponenten, die wir überwachen sollten, wie Scanner oder auch Drucker, ob die funktionieren. Wir hatten zig PCs, die EC-Terminals sieht man unten links liegen. Also es war ganz interessant. Wir haben das dann mal ein bisschen strukturiert angegangen.
nach dem Motto Manage Infrastructures, not Servers, was eigentlich bei der Größe der einzig richtige Weg ist. Wir haben mal mit einer Klassifizierung der Systeme angefangen, in Klassen. Wir haben also alle Kassensysteme in einen Beutel geschmissen, egal was für eine Prozessorklasse sie jetzt waren. Also wir hatten das Glück, es sind alles x86-Systeme, das ist der unterste Nenner. Wir haben die Workstations alle in eine Kiste geschmissen, die Switches und die Pinpads, was alles, habe ich ja vorher kurz aufgezählt. Genau, die Entscheidung fiel dann für Nagios und gegen HP OpenView, BMC Petrol und wie sie alle heißen, einfach aus der schieren Größe und auch aufgrund der erwarteten Lizenzkosten. Die Hersteller waren, gerade HP, jetzt nicht wirklich kooperativ, was es damals hieß, für 10.000 Geräte zu lizenzieren. Und es hat uns einfach auch das Setup und die Skalierbarkeit nicht überzeugt. Warum für Nagios? Ganz einfach, Open Source. Wir sehen jederzeit, was passiert und können auch nachlesen, warum irgendwas nicht so tut, wie es tun soll. Haben den Quellcode, wir haben die Flexibilität, etwas zu ändern und zu verbessern, zumindest für uns. Die Skalierung und Erweiterbarkeit kann man mit so einem Tool natürlich besser gestalten, wie wenn man auf irgendwelche proprietäre Produkte angewiesen ist, die nach Schema F funktionieren. Und last but not least, ganz wichtig, die große Community, die eigentlich jeden Tag aktiv mitarbeitet und rund um die ganzen Projekte, die mittlerweile entstanden sind, die Probleme beheben. Genau, jede Filiale ist eine eigene selbstständige Instanz. Ganz einfach, ich hatte letztens eine ganz interessante Diskussion über Twitter, warum wir das so machen. Es bietet uns eine einfache Administration, weil wir jede Filiale quasi in eine eigenständige Umgebung kapseln können. Wir haben die Filialen über DSL angebunden mit einer IPsec-Leitung, wollen natürlich auch im Offline-Fall die Daten sammeln. Und es ist natürlich auch ein Stück weit Skalierbarkeit, weil wir kommen nachher ganz am Schluss noch dazu, ich habe mal die aktuellen Daten rausgeschrieben. Wir haben 120.000 Service-Checks momentan in der Filiale am Laufen und 10.000 Hosts. Und das alles mit einem Nagios-Server abzuhandeln, wäre ziemlich viel. Und dann kommt noch dazu die Schonung der Bandbreite, weil wir die Checks innerhalb des Subnetzes der Filiale ausführen, belasten wir natürlich die DSL-Leitung nicht und die Filialen können weiterhin ihr tägliches Geschäft über diesen schmalen Weg damals. Damals waren nur 1 Mbit und 2 Mbit Standard, heute sind wir Gott sei Dank schon bei 16. Ja, die Replikation der Daten erfolgt heute über die NDO-Utils. Wir haben in der Zentrale einen Application-Server stehen, auf dem quasi dieser Master läuft, der die Daten sammelt und sie dann eben an den oder die DB-Server weiterleitet. Und wir haben in jeder Filiale quasi NDO-Utils als Broker-Modul integriert und ja, auf dem Weg erfolgt die Kommunikation. Genau, diese zentrale NDO-UTIS-Datenbank nutzen wir für Auswertungen und auch für die Überwachung, für unser Nagios Lite. Und dieses Nagios Lite haben wir eben gebaut, um ja ein eigenes Frontend zu haben, das man den Fachabteilungen, Operations Center und Service Desk und so weiter zur Verfügung stellen kann. Wir hatten zwischenzeitlich, als Isinga released wurde, haben wir gesehen, es bietet jetzt auch die Möglichkeit, mehrere Instanzen zu überwachen. Wir haben das dann mal versucht. Das ist kläglich gescheitert, weil als die Isinga Web auf diese Datenbank mit mehreren ja, Gigabyte Daten losging, waren natürlich alle Indizes weg. Und es hat zwar noch wunderschön diese 650 Instanzen angezeigt, aber das war es dann auch schon. Genau, die Umsetzung. Ich möchte an diesem Punkt mal kurz auf die Infrastruktur eingehen, die wir aufgebaut haben, auf das, was wir mit Nagios und Isinga realisiert haben und was wir darüber hinausgehend einsetzen. Mir ist gestern Abend bei dem kurzen Test hier aufgefallen, dass ich ganz dieses PNP von Nagios vergessen habe, was wir nutzen, um die Daten im Nagios oder Isinga zu grafen. Ich hoffe, ist niemand böse. Genau, so sieht momentan unsere Infrastruktur in der Filiale aus. Wir haben zwei Filialen mal hier am Beispiel. Wir haben Nagios Kern am Laufen, der die Workstations und Kassen und die ganzen Geräte eben überprüft.
Der schickt mit unterschiedlichen Instance-IDs und über die NDO-Utils die Daten an den NDO-Utils-Upserver und von dort aus geht das Ganze eben auf unseren MySQL Multi-Master Cluster. Ganz interessantes Projekt. Wer Probleme hat mit MySQL und Performance, der sollte sich das mal unbedingt anschauen. In dem Fall ist eigentlich, gibt es drei Rollen auf diesem MySQL Multi-Master Cluster, eine Writer-Role, eine Reader 1 und eine Reader-2-Role, wie man die benennt, bleibt jedem dann selbst überlassen. Fakt ist, der NDO-Util-Server oder die NDO-Util-Applikation schreibt immer auf diesen Writer und diesen zweiten oder dritten oder vierten Topf, der ist also mehrfach skalierbar, dieser MySQL-Multicluster, kann ich dann dazu nutzen, um eben Monitoring-Sender anzubinden oder auch über Jasper-Reports irgendwelche Auswertungen zu fahren, ohne dass ich eben diesen Knoten belaste, in den ich reinschreibe. Das Ganze bietet ein Stück weit mehr Komfort als die herkömmliche MySQL-Replikation, weil durch ein zusätzliches Tool oder so ein Steuerungstool kann ich die Rollen hier hin und her verschieben und kann dann auch mal kurz sagen, okay, dieser Knoten ist wegen einem Update kurz offline und nehme ihn danach wieder online und er repliziert sich selber. Genau, in der Zentrale sieht das Setup mittlerweile ziemlich ähnlich aus. Wir haben in der Zentrale eigentlich Isinga Web, Mobile und Jasper Reports im Einsatz. Es gibt auch noch einen alten Teil Nagios, da sind momentan die Windows-Server noch drin und ein paar andere Systeme, bei denen die Admins ein bisschen mehr Vorlaufzeit brauchen, um zu migrieren auf Isinga. Aber vom Setup sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus. Isinga schreibt auch wieder über die IDO-Utils auf die Writer-Role in den Cluster rein und alle anderen Applikationen, die nur lesen, kommunizieren eben mit diesem zweiten Topf. Ganz schicke Sache zur Lastverteilung. Genau, das ist quasi die Fortführung von diesem Vortrag oder vom ersten Vortrag im anderen Raum. Wir standen vor genau den gleichen Problemen, dass irgendwann mal die Latency des Service Checks bei 200-300 Millisekunden lag und wir uns überlegt haben, was können wir tun. Wir haben dann in der Dokumentation ein ganz interessantes Kapitel gefunden, wo einige Tipps drin sind. Wir haben nicht alle verwendet, sondern wir sind eigentlich mit 4 Stück ausgekommen. Ganz arg viel hat schon der Punkt Use Large Installation Tweaks gebracht. Er hat die Latenz von 300 Millisekunden auf 30 reduziert. Wir haben dann auch so Sachen wie diese Host-Prüfbefehle entsprechend optimiert über Rechecks anstatt über 10 Checks und dann sagen, alles okay oder critical. Wir haben die Hardware ein Stück weit optimiert. Ob es wirklich so viel Optimierung dahinter steckt, ist fraglich. Es ist eigentlich mittlerweile ein ziemlich normales Standard-Setup. Wir hatten zuerst 12 GB RAM, hatten dann aber das Problem, dass der Isinga Core nicht mehr genügend Prozesse forken konnte, weil einfach der Speicher ausging. Wir haben das jetzt auf 32 GB oder 40 GB sogar erhöht. Mittlerweile funktioniert das richtig schnell. Wir sind mit dem Setup bei 5 Sekunden Latency mittlerweile, ohne irgendwelche Tricks mit Mod Gearman oder Merlin, sondern einfach mit dem Standard-Setup. Wir führen auf diesem System eigentlich hauptsächlich, weil die Frage vorher auch aufkam, ob es nicht an den Checks liegt. Es liegt ganz deutlich an den Checks, weil wir prüfen vom Isinga-Server auch über Check SNMP diese 350 Switche ab. Jeder Switch hat circa drei Checks, die separat geforkt werden und wir hatten da natürlich schon ein Problem, dass uns da die Performance extrem in den Keller ging, beziehungsweise die CPU-Last extrem angestiegen ist. Wir haben das dann so gelöst, wir haben einfach mal ein Stück weit I.O. weggenommen, indem wir mit TempFS arbeiten. Wir schreiben zum Beispiel alle Check-Ergebnisse, die nicht wichtig sind, in eine RAM-Disk oder in TempFS. Bedeutet gerade für so Checks, die jetzt einen Wert haben und dann eine Minute später wieder einen Wert haben, eine Differenz ermitteln, für die ist es nicht wirklich tragisch, wenn der
Wert mal nicht da ist. Ich habe dann halt kurz unter Umständen mal einen fehlerhaften Wert, aber das sollte sich dann beim Recheck eigentlich wieder beheben. Das hat ganz arg viel gebracht, das zu tun, auch dieses Objects Cache zu verlagern in TempFS und diese Status-Dat. Einfach, man konnte dadurch der CPU ein bisschen Last nehmen und sie für die anderen Check-Sachen eben einsetzen. Genau. Wir nutzen zur Visualisierung fürs Management, Fachabteilungen und auch für unseren User Helpdesk NACWIS. Wir finden es eine ganz tolle Sache, auch vor allem die Entwicklung in dem Projekt ist sehr, sehr begrüßenswert und sehr toll, weil mittlerweile sieht es einfach richtig gut aus und die Leute arbeiten auch damit. Wir nutzen auch das Business Process Monitoring, einfach aus dem Grund, weil nicht alle Checks, die auf dem Host laufen, wirklich essentiell sind für irgendwelche Prozesse, die man überwachen möchte. Oder auch Prozesse eben gerade im Clusterbetrieb auf mehreren Systemen laufen. Und das sind eben diese Conditions mit AND und OR, eine ganz feine Sache, wo man dann Cluster-Systeme abbilden kann. Ich habe es hier mal am Beispiel von unserem MySQL-Cluster aufgezeigt mit dem Reader-Prozess und dem Writer-Prozess. Ganz wichtig ist es für uns, wir schicken diese Alerts auch an unser Ticketsystem und möchten natürlich nicht für Check NTP zum Beispiel gleich ein Ticket haben, sondern das ist was, das sich unter Umständen auch einfach so aus dem kontinuierlichen Monitoring raus beheben lässt. Wir möchten aber zum Beispiel, wenn die Web-Applikation 1 ausfällt, nicht nur die technische Gruppe alarmieren, sondern eben auch unserem User Helpdesk Bescheid geben, dass die wissen, es wird jetzt dann in Kürze mit erhöhtem Anrufaufkommen zu rechnen sein, weil die Applikation einfach nicht zur Verfügung steht. Ja, wir konnten auch mit dieser Technik die Anzahl der SMS ganz deutlich reduzieren, weil früher war es halt immer so, was ist wichtig? Ja, die drei Check-HTTP-Prozesse waren wichtig und dann ist man nachts aufgestanden, hat festgestellt, oh hoppla, einer läuft nicht, gucke ich doch lieber mal nach. Heute kann ich sagen, okay, wenn von den drei Prozessen zwei noch am Laufen sind, dann kann ich mich locker flockig nochmal umdrehen und weiter schlafen bis zum Morgen. Genau, es ist auch ein Stück weit Transparenz für die Fachabteilung im User Helpdesk, weil die dann mit der Dokumentation, die auch hinterlegt ist, hinter den Business-Prozessen einfach mehr anfangen können. Und man auch im Vorfeld schon mit unseren Business-Analysten einfach zusammensitzen kann und den Prozess designen kann, wie er schlussendlich ausschaut. Ja, und, ja. Die Frage war jetzt, wenn ich sie richtig verstanden habe, ob es an eine CMDB gekoppelt ist, diese Business-Prozess-Anzeige. Stand heute noch nicht, weil wir gerade noch am Merchen sind von mehreren CMDBs zu einer großen. An was es gekoppelt ist an das Prozessdesign unserer Geschäftsprozessanalyse. Die machen ja UML-Diagramme und wir versuchen dann diese UML-Diagramme ein Stück weit, sofern es Kundenprozesse sind, eben hinzuhängen. Und für die technischen Prozesse, da gibt es momentan halt einen Workflow, der heißt, wenn du jetzt einen MySQL-Cluster aufsetzen tust, dann designe bitte auch diesen Prozess. Okay? Sehr gut. Genau, er dient uns auch zur schnellen Lokalisierung von Problemen, weil wir haben jetzt in der Zentrale mittlerweile 8500 Service-Checks am Laufen, die auf 4-5 Admin-Gruppen verteilt sind. Wer morgens ins Büro kommt, der hat immer so eine Latte voll Critical und Warnings am Laufen und muss die erstmal abarbeiten. Und wenn ich dann parallel dazu reinschauen kann in diese Business-Prozess-Analyse und sehe, okay, da ist alles grün, wir haben für den Kunden kein Problem, dann kann ich mir auch erstmal einen Kaffee holen und mich dann an die Abarbeitung machen und verfall nicht morgens um 7 gleich in schiere Hektik, weil ich das Problem nicht lokalisieren kann. Genau, was eine ganz feine Sache ist und was wir auch ganz häufig nutzen, sind diese Abhängigkeitsanalysen, die man jetzt grafisch aufbereiten kann im Isinga Web.
Es gibt immer noch Kollegen, die drucken sich die aus und hängen sie sich dann hinter den Schreibtisch. Schön ist, dass es jetzt alles im Isinga Web drin ist und dass ich mich quasi durchklicken kann und die Abhängigkeiten erkennen kann. Natürlich auch im Umkehrschluss bedeutet das, wir haben immer wieder das Problem, da heißt, na, der Bagger hat wieder irgendwo eine Leitung angebaggert, wir müssen jetzt dieses Rechenzentrum geschwind migrieren auf das andere. Was hängt denn da alles dran? Und dann kann ich einfach mal schauen, wenn Switch XY ausfällt, was für Komponenten hängen denn da schlussendlich rückwärts dran? Genau, Jasper Reports nutzen wir momentan nur die Default Reports, die dabei sind. Wir sind gerade dabei, das entsprechend aufzubereiten. Einfach auch, um unsere IT-Leitung und unseren Fachabteilungen ein Stück weit ja, ein Gefühl zu geben, wie ihre Infrastruktur läuft. Weil meistens ist es ja so, wenn alles gut läuft, dann kümmert sich niemand um die Sache. Und wenn mal was schief geht, muss man Rede und Antwort stehen. Und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, über ein Reporting-System zu sagen, hey, das Problem taucht jetzt schon seit einem halben Jahr auf, wir haben euch damals schon Bescheid gesagt, wir müssen was tun, dann bringt man sich damit selber auch ein Stück weit aus der Schusslinie. SLA-Management gegenüber Kunden und Filialen wollen wir damit mal ein bisschen transparenter machen. Wir haben zwar, also wir als IT haben nicht unbedingt ein SLA gegenüber der Filiale. Das Einzige, was unausgesprochen im Raum steht, ist, es muss sofort wieder funktionieren. Wird wahrscheinlich überall so sein. Also. Aber wir haben SLAs gegenüber den Wartungsfirmen, die wir bezahlen, und dort gibt es eben dann so Klassen wie innerhalb von 2 Stunden muss entstört werden oder von 4 oder von 24. Und das wollen wir in Zukunft mit unserem Ticketsystem koppeln und das dann entsprechend auch aufbereiten, in wie vielen Fällen eben die Entstörung sofort funktioniert hat oder eine zweite Anfahrt dann vom Techniker nötig war. Genau, Auswertungen für die Support-Teams wollen wir erstellen, dass die einfach sehen, welche ihrer Komponenten fallen denn sehr häufig aus, wo muss man was tun oder welche Prozesse sind denn ziemlich wackelig. Und für uns ganz wichtig, ich habe es vorher schon angesprochen, man kommt morgens ins Büro, alles ist gelb-rot im Isinga, man wird ein Stück weit nervös, man weiß auch nicht, was heute Nacht los war, warum sind irgendwelche Services ausgestiegen, warum stehen jetzt irgendwelche Cluster still. Und für uns ganz wichtig ist eigentlich so ein Report, was war denn zwischen gestern Abend 16.30 Uhr Feierabend und heute Morgen 7 Uhr quasi im Unternehmen los. Genau, die IDO-Utils, die Umsetzung, gestaltet sich auch heute noch ein Stück weit problematisch bei dieser Fülle an Service-Checks. Wir haben zum einen mal einen Daten-Overkill, wenn man diese Optionen nicht richtig einstellt, dann schreibt er alles Mögliche in die Datenbank, Dinge, die man braucht, die man nicht braucht, die man nie brauchen wird. Es ist ein Stück weit schwierig, die richtigen Broker-Einstellungen einfach zu finden. Man muss viel experimentieren. Es gibt zwar 2, 3 tolle Tools im Netz, die eben diese Einstellungen dann anhand von irgendwelchen Anhakfenster präsentieren, aber oftmals ist dann so, es fehlt dann doch irgendwas oder es ist dann doch wieder irgendwas Komisches drin. Das resultiert auch ein Stück weit aus dieser, ja ich sage es mal, es existiert eine sehr umfangreiche Dokumentation, die aber sehr schwer verständlich geschrieben ist. Also so ging es zumindest uns, es ging stellenweise nicht wirklich raus, was an welcher Stelle wirklich Sinn macht. Und was für unsere Filialen einfach ein Problem war, war die permanente Kommunikation. Also es gibt nicht irgendwie, sage ich mal, ich schicke alle 2 Minuten meinen Stand, sondern es wird permanent in die Datenbank geschrieben. Da hat man natürlich dann wieder das Problem, dass man selbst eine 16.000er Leitung ziemlich stressend tut. Wir haben uns dann auch was überlegt, da komme ich gleich dazu. Und die Probleme bei der IDO-Utils war eben auch der Source Code. Der ursprüngliche aus den IDO-Utils war sehr schwer zu lesen und sehr schwer verständlich. Den neuen habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut von den IDO-Utils. Genau. Was wir gemacht haben, wir haben dann diese IDO-Utils ein Stück weit modifiziert. Ein Kollege von mir hat eine Zlib-Kompression einbaut der Daten und hat einen Burst-Mode aktiviert. Der Burst-Mode ist einfach dieses Modell, sammle erst so und so viel Daten, bevor du diese Daten dann in einem Rutsch schicken tust, um diese dauerhafte Kommunikation zu unterbinden.
Und die Zlib-Kompression einfach dahingehend, um diesen Datenwulst, der täglich auch mal locker schnell ein Gigabyte erreichen konnte, auf jetzt 120, 150 Megabyte am Tag zu reduzieren. Den Source-Code kann man, oder dieses Diff-File, kann man von meiner Homepage runterladen, wenn es interessiert. Ob es gegen die IDO-Utils funktioniert, weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Das ist einer dieser Patches, den wollten wir einkippen in die IDO-Utils damals vor 2 Jahren. Da gab es dann die große Diskussion, ob Zlib dann doch wirklich die richtige Kompressionsmechanismus ist, weil andere Sachen komprimieren ja toller. Der Grund, warum Zlib, es ist eigentlich auf nahezu jedem Linux-System mit vorhanden irgendwie. Genau, wir haben dann am Datenbank-Server auch noch Modifikationen gemacht. Ich habe gestern festgestellt beim Preview, die Bilder skalieren ganz arg schlecht. Ich gehe ganz kurz drauf ein. Wir haben trotz den richtigen Broker-Einstellungen immer noch Tabellen gehabt, in die ziemlich viel geschrieben wird, die uns nicht interessieren. Also gerade dieses Nagios-Con-Info, schön zu wissen, dass es das gibt, aber interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Wir haben das dann am Server so gelöst, dass wir bei MySQL die Black Hole Engine verwendet haben und alle die Tabellen, die uns nicht interessieren, quasi dahingehend umgewandelt haben. Toll, alles was sie da reinschreibt, fliegt sofort nach DevNull wieder raus. Unheimliche Performance. Und um diesem ganzen Datenwulst, der generiert wird, ein Stück weit Herr zu werden, haben wir dann ab MySQL 5.5 diese InnoDB Engine komprimiert, mit diesem RAW-Format compressed. Geht natürlich zu Lasten der CPU. Aber man spart sich zum einen der I.O. auf der Platte und zum anderen auch jede Menge Plattenkapazität. Und ich habe wieder die Möglichkeit, durch dahingehend, dass ich es komprimiere, diesen kompletten Datenbankinhalt doch in Speicher zu pushen, in komprimierter Form. Und wir haben eine Reduzierung um 2/3 erreicht. Wir sind jetzt momentan glaube bei 25 oder 30 Gigabyte, was wir sammeln. Ursprünglich war es viel mehr, ich habe ja am Anfang schon gesagt, der Wunsch war da, man möchte dann alles auswerten. Wenn man dann die Leute immer fragt, ja was ist denn alles, dann heißt es, ja, das muss man nur definieren. Die Definition hat dann ein halbes Jahr gedauert. Dazwischendurch hat dann der Server 4-mal automatisch die Platte vergrößert, bis wir dann irgendwann mal 1,5 Terabyte hatten, die dann soweit auch nicht mehr wirklich auswertbar waren, sodass wir gesagt haben, bis sich irgendjemand entscheidet, was will man denn auswerten genau, schmeißen wir die Daten jetzt mal über Bord oder beschneiden sie zumindest mal auf 90 Tage. Genau, wir haben an der MySQL oder MySQL Server haben wir einige Optimierungen vorgenommen im Bereich unseres Filialsystems, einfach weil jede NDO-Utils-Instanz bis zu 3, 4, 5 Connections aufmacht in Richtung Server, um Daten zu schreiben. Wir hatten am Anfang das Problem, dass uns diese Max-Connections regelmäßig aus dem Ruder gelaufen sind. Wir haben das dahingehend gelöst, dass wir Wait-Timeout und den Interactive-Timeout runtergesetzt haben, dass Idle-Connections wieder geschlossen werden. Haben dann in die NDO-Utils auch einen Reconnect-Mechanismus mit eingebaut, dass wenn er quasi eine Exception kriegt, sich automatisch wieder neu verbindet. Hat ganz viel gebracht. Wir haben dann auch für irgendwelche interne Dinge diese Temp Table Size und Max Hip Table Size hochgesetzt, dass die quasi im Speicher erzeugt werden und nicht auf der Platte. Gerade interessant, wenn man zum Beispiel Nagios oder Isinga neu startet, dann passieren ganz arg viele seltsame Dinge mit diesem NDO-Utils und IDO-Utils. Auf jeden Fall liest der, glaube ich, erstmal die komplette Datenbank ein, macht dann ein Reihum-Update auf alles Mögliche und dann nochmal ein Update. Und dann erst funktioniert wieder alles. Ja, wir haben auch die InnoDB ein Stück weit optimiert. Wir haben den Lockwait-Timeout runtergesetzt. Von standardmäßig sind es, glaube ich, 60 oder 120 Sekunden auf 10 Sekunden. Das hat ganz arg viel gebracht, weil dadurch irgendwelche Verklemmungen eben schneller aufgelöst werden, als wie wenn die sich eben, schaukelt sich dann immer so ein Stück weit auf, wenn dann 2, 3, 4, 5 Prozesse mal auf irgendwelche Transaktionen mit sich selber warten, dann hat man dann ruckzuck eine Prozessliste mit 2000 Einträgen stehen. Wir haben auch die InnoDB Thread Concurrency runtergesetzt,
dass er mit möglichst viele Worker-Prozesse oder so viel er eben kann in der Datenbank arbeitet. Das ist ganz lustig, wir haben stellenweise 60, 70, 80 Worker in der Datenbank. Haben auch diese Logfiles hochgesetzt in der Anzahl, der Größe, einfach um diesen Checkpoint-Commit ein Stück weit rauszuzögern oder vielleicht in irgendwelchen schwachen Zeiten zu forcieren. Wir arbeiten mit Flush Log at Transaction Commit mit 0. Es verstößt ein Stück weit gegen die ACID-Regeln, ist aber an der Stelle nicht ganz so wichtig, weil die Daten ja sowieso regelmäßig wieder nachkommen. Den Adaptive Hash Index haben wir auf Off gesetzt. Da streiten sich viele drüber, ob es Sinn macht. Wir hatten das Gefühl, es bringt was. Auch diese Commit Concurrency, dass eben auch parallel Commits möglich sind in der InnoDB, funktioniert wunderbar. Dann für dieses Compressed Table Format in der InnoDB benötigt man das Barracuda Files Format. Wir haben dann auch ja eigentlich schon länger dieses File per Table aktiviert, um einfacher zu sagen, wenn mal was größer wird, dann machen wir ein Truncate Table und ein Alter Table, dann wird es wieder klein. Und dann eben die Flush Method ODirect, klar, um den Filesystem Cache ein Stück weit zu umgehen und dort nicht auch noch erst die Daten dort reinzuschreiben, dann zu warten, bis der auch nochmal flasht auf die Disk. Genau, Müller Monitoring Center, das ist quasi unser eigenes Nagios Light. Hieß es früher mal. Ganz interessante Entwicklung in PHP. So sieht es im Endeffekt aus. Wir haben auf der linken Seite oben gruppiert nach Länder unsere ganze Instanzen stehen, haben dann oben in der oberen Zeile diverse Obermenüpunkte, mit denen man auswählen kann. Und im Endeffekt ist das eigentlich die Seite, wenn man mal plain auf die Seite drauf geht, bekomme ich eine Overview mit über Systeme ganz oben, man kann es schlecht lesen, die sich länger als 30 Minuten immer gemeldet haben. In der linken Seite stehen Systeme, die aus sind oder die quasi irgendwelche Ping-Checks nicht erfolgreich sind. Und in der rechten Seite haben wir die zuletzt aufgetretenen Service-Checks, der Historie nach, der neueste Eintrag oben. Es geht dann weiter, wir haben das Prozessmonitoring ein Stück weit integriert auf der linken Seite, in dem linken Kasten sind mal alle Checks, die in der Filiale definiert sind, gruppiert. Man sieht dann auch, dieser rote Button oben sind die Critical Checks, der gelbe sind die Warnings und das blaue sind die Unknown, im Status Unknown. Es gibt immer mal wieder so ein paar Checks, die aufgrund von irgendwelchen Systemumbauten rausfliegen oder kaputt sind, die dann repariert werden müssen, die dann auch in Downtime sind. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, ein neues Kassensystem oder neue Kassenhardware auszurollen. Hatten da im Sommer jetzt ein paar unschöne Gegebenheiten, weil es einfach so warm war. Da haben die Festplatten alle gemeldet, dass sie zu heiß worden sind. Da sind wir jetzt zum Beispiel noch im Austausch und an der Analyse, warum das passiert ist. Diese ganzen Checks stehen natürlich, oder diese Smart Status Checks stehen jetzt natürlich alle auf fehlerhaft. Und in dem Fall wird es auch schwierig rauszufinden, ist jetzt wirklich das Attribut Tempflow, das kaputt ist, oder hat die Platte sonst noch andere Marken? Also mit solchen Dingen, das sind Schwierigkeiten, da suchen wir auch noch ein Stück weit eine Lösung, weil uns der Check einfach jetzt durch diesen Hardware-Defekt ausgefallen ist und wir auch nicht mehr wissen, wann meldet die Festplatte jetzt wirklich einen richtigen Hardware-Defekt, dass irgendwelche Sektoren nicht mehr lesen oder schreiben kann. Genau, wenn ich dann auf der linken Seite auf den entsprechenden Check draufklicke, sehe ich in der rechten Spalte nochmal die Detailinformationen, wann ist der Fehler auftreten, auf welchem System und was ist die genaue Ausgabe dazu. Ich kann dann auch einzelne Instanzen oder Filialen über den Baum an der linken Seite, den wir vorher schon mal gesehen haben, eben auswählen, indem ich entweder oben in dieses Suchfeld eine Filialnummer von uns eingebe, oder eben diesen Baum nach Länder entsprechend aufdrösel. Sehe dann auf den ersten Blick auch alle Hosts, die in der Filiale sind, die Services im Status Critical und Warning, wobei Unknown auch auf Critical gemappt wird in der Ansicht.
Wir haben auch ein Downtime-Monitoring damit integriert. Wir setzen zum Beispiel bei Software-Auslieferungen die Services automatisch in Downtime für eine gewisse Zeit. Wie vorher schon gesagt, ist ein interessantes oder ein tolles Gefühl, wenn man dann danach drauf schaut und alles ist wieder grün nach dieser Downtime. Wir setzen aber auch bei Hardware-Defekten, die uns die Filialen melden, wenn sie sagen, meine Kasse funktioniert nicht, eine Downtime von N Stunden, bis eben die Technikerfirma kommen muss und entstören muss. Und diese Ansicht dient dann auch ein Stück weit einfach der Analyse, was ist denn momentan kaputt und wo muss man noch tätig werden. Oder diese Downtime läuft demnächst ab, aber es ist noch kein Techniker da, da muss man noch mal tätig werden. Ja. Genau, jetzt kommen wir zu den NDS-Tools, zu unseren NDS-Tools. NDS-Tools steht eigentlich für nichts anderes als Nagios Data Storage. Da gibt es einen Client, einen Server und es gibt ein Skript, das nennt sich Create New Environment. Hintergrund an der Sache ist ganz einfach, keep it simple. Wir haben vorhin erzählt, wir haben in jeder Filiale einen eigenen Nagios-Server stehen. Da sitzt natürlich niemand dran, der die ganzen Object-Files von Hand pflegt, wenn ein System dazukommt oder wegfällt, sondern wir haben in Verbindung mit den Tools und dem NRPE-Daemon die Möglichkeit geschaffen, dass sich Server oder Systeme selbstständig registrieren können an ihrem Nagios-Server und der die Konfiguration dann eben einliest, verarbeitet, neu aufbereitet, sich selber neu startet und damit mit diesem neuen Gerät zur Verfügung steht. Heißt, wenn bei uns jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit die Filialen mit zusätzlichen Kassen ausgestattet werden, haben wir gar nichts zu tun, was eigentlich ganz toll ist, sondern unsere Techniker setzen die Kassen auf, schieben sie raus, die Filiale steckt sie ein, die Kasse fährt hoch, es erfolgt über den NDS-Client eine Kommunikation zu diesem NDS-Server. Der nimmt die Daten entgegen, verarbeitet die, triggert dieses Create New Environment an und sofort habe ich eigentlich dieses System vollautomatisch integriert. Im Detail sieht es so aus, ich habe es jetzt mal anhand der Filiale illustriert. Wir haben auf jedem unserer Systeme den NRPE-Daemon am Laufen, also wir machen es nicht per SSH. Wir hatten mit SSH auch mal rumexperimentiert, hatten aber dann so einige Schwierigkeiten, dass die Systeme dann nur 5 oder 10 gleichzeitige SSH-Connects zulassen. Da musste man dann wieder an der SSH-Config rumschrauben, wollte man eigentlich nicht machen. Sondern haben uns dann auch bewusst für ein NRPE entschieden, funktioniert eigentlich bei uns wunderbar. Haben hier diese bekannte NRPE-CFG mit diesem typischen Aufbau, Command, Check irgendwas oder Check Name ist gleich und dann diesen String dahinter. Was der NDS-Client jetzt macht, ist nichts anderes als er parst diese Datei auch, schnappt sich die für ihn wichtigen Informationen raus, gerade diese ganzen Dinge, die zwischen den Klammern stehen und die auch für Nagios oder Isinga-Server dann wichtig sind, sammelt dazu noch ein paar Systeminformationen wie IP-Adresse, Gateway, liest noch eine andere Datei aus, die bei uns im Haus spezifisch ist, wo noch ein paar Informationen drinstehen, verbastelt das alles an ein XML oder in ein XML und schickt dies dann alles an den entsprechenden NDS-Server in seinem Subnetz oder auch an diesen globalen. Der NDS-Server nimmt dieses XML auseinander. Wir haben dann einfach diese ganze Object-Files mal in eine relationale Datenbank übertragen und entsprechend Tabellen dafür angelegt, speichert diese ganze Informationen in den Tabellen, triggert dann diesen CNE für Create New Environment eben an. Der liest es wiederum alles raus und baut anhand dem Datenbankinhalt die Object-Files auf und schreibt die dann eben nach User Local Isinga etc. Objects oder was man auch immer in der Isinga CFG kopiert hat. Triggert dann noch einen Neustart vom Isinga und Nagios Core an oder ein Reload, besser gesagt. Und damit ist in Isinga und Nagios der neue Stand eben bekannt. Das ist eine zentrale, ganz interessante Sache, weil bei 1500 Hosts und 8500 Service-Checks dauert dieser Reload und Restart, bis dann der Core wieder zum Arbeiten anfängt, 3 bis 4 Minuten. Das ist momentan eine ziemlich unschöne Sache, deswegen lesen wir dort auch die Konfiguration nur 2-mal täglich ein, die geänderte.
Okay, also die Frage war, ob es eine Testumgebung gibt oder ob sich auch Testsysteme in Produktion anmelden. Mit der Automatisierung. Genau. Also wir arbeiten an der Stelle mit drei Mechanismen. Zum einen in der Filiale haben wir eine Individualisierung, die anhand dieser, was ich gerade eben angesprochen habe, Müller-spezifischen Datei drüber läuft. Da steht zum Beispiel eine Filialnummer drin, sodass dieses System nachher weiß, es darf sich nur an seinem eigenen Nagios-Server anmelden, der bei ihm in der Filiale steht und nicht jetzt zum Beispiel in der Zentrale. So machen wir es in der Filiale. In der Zentrale haben wir zwei Umgebungen. Wir setzen eigentlich ganz arg selten nur noch Systeme direkt auf Blech auf, sondern haben eigentlich den Großteil der Systeme virtualisiert. Dafür gibt es Images. In den Images ist dieser Isinga-Server fix eingetragen, auf den es gehen soll. Sprich, ob es jetzt Produktion oder Test ist. Wir haben auch noch eine Testumgebung von Isinga, die funktioniert nach genau dem gleichen Prinzip. Wenn ich aber ein System aufsetze, dann muss ich mich während dem Aufsetzen schon dafür entscheiden, möchte ich ein Testsystem aufsetzen oder ein Produktionssystem aufsetzen. Und dementsprechend wird der Server ausgewählt, an den es geht. Aber ja, es wird dann automatisch angemeldet. Sobald irgendjemand hier im OpenVZ eine virtuelle Maschine erstellt und die hochfährt, wird beim ersten Anmelden das System automatisch am entsprechenden Isinga-Server angemeldet. Das funktioniert, ja. Man muss dann nur in dieser Config-Datei von diesem NDS-Client den Server umstellen. Da kann ich auch mehrere eintragen seit einer neuesten Version. Das haben wir zum Beispiel genutzt, um von Nagios zu Isinga zu migrieren. Da hatten wir beide Umgebungen für einen gewissen Zeitraum am Laufen und haben dann einfach in die Config zwei Monitoring-Server eingetragen und er meldet sich dann erst beim einen an und dann beim anderen. Bitte? Ja, also an der Stelle automatische Abmeldung, ja, die gibt's. Ich muss dieses Skript nur mit Parameter aufrufen. Der Standardparameter ist add und es gibt aber auch einen Parameter, den kann ich übergeben, der lautet remove. Und dahingehend kann ich das System entfernen, wenn es im Isinga-Server nicht geblockt ist. Also ich kann im Isinga-Server auch sagen, dieses System ist geblockt und darf nicht entfernt werden. Dann läuft dieses remove vom Client ins Leere. Okay, zum NDS-Client ganz kurz. NDS-Client, es handelt sich dabei um ein Perl-Skript. Haupteinsatzpunkt war damals Linux. Zwischendurch hat es natürlich Begehrlichkeiten geweckt. Wir haben es auf HPUX, IX und sogar auf Windows als VBS-Skript portiert. Wobei letzteres ja, sehr rudimentär ist und nicht den ganzen Komfort enthält, den die erstere drei Varianten enthalten. Es liest für Nagios und Isinga relevante Systemdaten aus. Also wenn ich einen Host anlege, dann brauche ich zum einen mal eine IP-Adresse und ein Gateway. Subnetz schicken wir optional mit. Es liest alle Dateien aus, die nrpe-conf oder unter nrpe-conf.d liegen und conf am Ende haben. Also wir stellen gerade auch um von diesem, wir packen alles in die nrpe-conf rein, wir machen das automatisch mit Puppet und legen für jede Applikation, die installiert ist auf dem Server, ein eigenes conf-File unter conf.d an und liest an der Stelle einfach diesen Block aus, was zwischen diesen eckigen Klammern steht, meldet es an den Isinga-Server, liest zusätzlich aus dieser NDS-Client-Conf auch eine Contact-Group und eine Host-Group aus, die ich dort frei definieren kann. Wenn dort nichts definiert ist, wird am Server zuerst mal ein Standard verwendet und ein Admin muss das dann nachher entsprechend einbinden. Natürlich kann ich da auch die Notification und Check-Time mitgeben in der NDS-Client. Das Conf, das fehlt jetzt an der Stelle. Hat den Vorteil, unsere Windows-Admins haben zum Beispiel mit dem Isinga-Server gar nichts zu tun und wollen auch nicht über diese Web-Konfigurationsoberfläche arbeiten und was konfigurieren, sondern die sagen einfach, Contact Groups sind Windows-Admins,
Hostgroup ist Windows Admins und Checktime sind 24x7. Damit ist es für die erledigt. Es gibt dann auch noch Müller-spezifische Datei, diese etc.sys.conf. Dort steht dann zum Beispiel bei virtuellen Systemen auch drin, auf welchem Root-Server läuft es. Daraus baut wiederum der MDS-Server dann irgendwelche Abhängigkeiten auf. Es steht ein Systemtyp drin, um was es sich handelt, ob es sich um eine Kasse handelt oder ob es sich um eine Workstation handelt oder um einen Server. Und es steht eben die Filialnummer mit drin, die wir dann brauchen, um in der Filiale dann entsprechend den Hostnamen zu generieren. Genau, dieses Skript generiert dann ein XML, das es dann per Socket an den MDS-Server schickt. Das ist momentan Plaintext-Kommunikation, also es gibt keine Verschlüsselung, es gibt keine Authentifizierung. Von daher ist es eigentlich nur im eigenen gesicherten Netz zu verwenden. Reicht aber für unsere Zwecke momentan vollkommen aus. Genau, der MDS-Server, bei dem handelt es sich auch um ein Perl-Skript. Das wird dann im Daemon-Mode quasi in den Hintergrund geschickt. Er hört quasi am Socket, den er aufmacht, liest dann diesen XML-Stream ein, verpflückt diesen XML-Stream, generiert daraus dann die Objektkonfiguration in der Datenbank, generiert dann auch Abhängigkeiten dazu, zwischen Parents, also zwischen Switch und so weiter. Da lest man dann zusätzlich nur Daten aus einer CMDB ein, wo dann steht, an welchem Port, an welchem Switch hängt welcher Server. Legt die Contacts und Contact Groups an und auch die Host und Service Groups. Also wir haben dann so Hooks eingebaut, da kommen wir dann glaube ich beim CNE dazu. Switche ich mal schnell um. So Hooks eingebaut, durch das, dass wir auf der Datenbank sind, können wir zum Beispiel alle Checks zusammenfassen, die irgendwie Check NTP heißen, in eine Service Group oder alle Hosts, die XYZ heißen, in eine Host Group reinschmeißen. Man kann über beliebige SQL-Commands sich alles Mögliche zusammenschustern, was man will. Wir nutzen es dazu, um auch die Attribute anzupassen, wie Check-Intervall und Recheck-Intervall, weil per Default wird alle 2 Minuten gecheckt, aber es gibt Systeme, bei denen müssen wir jede Minute checken, oder bei Switches, da reicht es auch alle 5 Minuten, oder bei fehlerhafte, zum Beispiel bei Paketfehler auf Switche, da reicht es auch mal alle Stunde. Wir erweitern und korrigieren damit auch die Contact Groups, das hat man glaube ich schon, genau, und wie gesagt, everything is possible because of SQL. Also man kann diesen Hooks jedes mögliche SQL-Statement dann mitgeben und sich zusammenbauen, was man möchte. Genau, die Tipps, die uns im täglichen Umgang mit diesem Teil in dieser Größe einfach ja, Probleme bereitet haben, ist die Organisation von dem Informationsoverkill. Also wir haben, ja, wie gesagt, vorher schon, man kommt morgens ins Büro, alles ist gelb-rot und so sieht es auch untertags aus. Und daraus eigentlich irgendwelche Abhängigkeiten erkennen und zu definieren, ist sehr wichtig. Man muss schauen, dass man das eigentliche Problem lokalisiert. Das schafft man dann meistens durch so Dinge wie Business Process Monitoring nutzen und auch NACWIS nutzen, weil es da einfach transparenter wird, weil es visuell ist und man sofort sieht, wo habe ich denn ein Problem. Wir hatten dann auch ganz lang, wahrscheinlich ganz arg viele, das Problem, man arbeitet an einem Problem, dann ist es auf einmal weg, dann ist wieder alles gut, dann denkt man, okay, dreht sich wieder um, dann ist es wieder da, und dann, okay, müssen wir gucken, dann ist es wieder weg. Die Schwellwerte muss man individuell anpassen für viele Checks. Also unsere Windows-Admins sagen zum Beispiel 100% CPU über eine halbe Stunde, interessiert uns gar nicht. Ich persönlich sage, wenn ich länger als, wenn ich länger als 10 Minuten eine Load von N mal Prozessor auf einem System habe, dann möchte ich das schon wissen und dann interessiert mich das, weil irgendwas faul ist. Richtiges Downtime-Monitoring, ganz wichtig. Wir hatten früher auch immer, gibt ja Acknowledges, drücke ich mal drauf und dann verschwindet das Teil halt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Habe jetzt auf Twitter mitbekommen, es gibt für Isinga 1.6 eine verbesserte Version. Man kann Acknowledges auch mit Zeitstempel versehen, wann sie auslaufen sollen. Und ein Hauptproblem, das wir heute auch noch haben, ist Applikationen richtig monitoren. Oftmals prüft man ja nur, läuft dieser Prozess oder ist die Datenbank erreichbar?
Das bringt natürlich nicht wirklich irgendwas für den Kunden. Weil toll, wenn der Prozess läuft, aber dieser Tomcat halt mit Out of Memory da vor sich hingammelt, dann kann ich zwar nur irgendwie einen Logfile-Check auf Out of Memory machen, dann habe ich den einen Fehler erschlagen, aber ich habe dann irgendwelche Datenbank-Connection-Fehler auch nicht erschlagen damit. Bei manchen Dingen lässt sich es einfacher lösen, bei anderen ist es ein Stück weit komplizierter. Wir sind gerade dabei, dieses Monitoring ein Stück weit umzustellen. Das ist wahrscheinlich der typische Fall, den ich auch gerade skizziert habe. Man hat auf dem System zwei Checks definiert, einen Check MySQL, der sich gegen den Datenbankserver connectet, wahrscheinlich auch nur mit einem Root-User oder irgendeinem speziellen Admin-User. Und man testet mit Check HTTP, ob die Index.html von der Applikation eben erreichbar ist. Das funktioniert alles wunderbar, bis zu dem Tag, als irgendein Admin ein Update einspielt. So, es kommt eine neue Version. Der Admin denkt sich, boah, ja, wir vergeben mal ein neues Passwort. Hier, früher war es old und old 123. Der sagt jetzt, na, machen wir new und new 123 draus. Die Datenbank kennt aber nach wie vor nur root und old. Was passiert? Das Typische, Check MySQL funktioniert weiterhin, Check HTTP auch. Der Kunde will die Applikation öffnen, kriegt einen Fehler, funktioniert nicht, Kunde unzufrieden. Haben wir ganz oft solche Probleme. Gerade auch, weil das Deployment von irgendwelchen Applikationen nicht in unserem Bereich liegt. Wir haben dann vorgeschlagen, wir machen das ein Stück weit anders. Das ist jetzt nur ein ganz simpler Aufbau, wie man es machen kann. Die Applikation hat eine Konfigurationsdatei, diese app2db.cfg. Da steht irgendwo drin, Username ist gleich irgendwas. Wir bauen einfach ein Wrapper-Skript um diesen Check MySQL außenrum. Und rufen nicht das Check MySQL direkt auf, sondern wir rufen dieses Wrapper-Skript auf, greppen als erstes mal aus dieser app2db.cfg die ganzen wichtigen Dinge wie Username, Passwort, Hostname raus und setzen die dann eben entsprechend unten ein in den Check und liefern das Ergebnis an die Singa zurück. Damit Das ist die gleiche Konfiguration, die auch die Applikation nachher nutzt. Ja, man muss halt für jede Applikation diese Wrapper-Skripte entsprechend anpassen. Damit erschlage ich nicht alles. Also ich kann nach wie vor nicht prüfen, ob die Applikation auch wirklich das tut, was es soll. Aber zumindest mal ein Stück weit bin ich auf der sicheren Seite, weil ich weiß, dass meine Updates funktionieren. Genau, also Status Quo, das habe ich gestern noch geschwind eingefügt. Wir haben Stand gestern 1700 Hosts und 10.600 Services in einer Instanz in der Zentrale am Laufen. Wir machen das mit einem Application Server, auf dem Isinga und Isinga Web läuft. Das ist ein Intel Quad Core mit 40 GB RAM und 446 GB Disks. Haben zwei DB Server am Laufen, die ähnlich ausgestattet sind und erreichen momentan die Performance-Werte, sind eigentlich ganz zufrieden damit. Wir werden uns trotzdem, auch weil ich das vorher aus dem anderen Vortrag mitgenommen habe, mal die Möglichkeiten anschauen, die wir haben, das noch ein Stück weit runterzubrechen. Das ist unsere alte Nagios-Instanz, da sind momentan nur 216 Hosts drauf und 2185 Service-Checks, die werden wir jetzt wahrscheinlich bis Ende Januar 2012 eben ablösen. Genau, in den Filialen, da haben wir 650 Nagios-Instanzen am Laufen, wir haben 9.327 Hosts und 121.107 Service-Checks am Start. Wir haben in der Zentrale einen Application-Server stehen, der ist gar nicht so üppig dimensioniert, man muss er ja auch nicht. Und eben auch wiederum dieses MySQL-Multi-Master-Konstrukt und haben hier momentan im Schnitt 2000 Queries pro Sekunde am Laufen und Peaks sind dann auch mal bis 8.000 oder 10.000, die man mit diesem MySQL-Konstrukt, das ich vorher vorgestellt habe, eben abhandeln kann. Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Der Dank geht natürlich an diejenigen, all die für den Erfolg ja, ihre Mühe dazu tun und eben mithelfen, auch indirekt. Wie gesagt, hier ist nochmal diese Diff-Datei für diesen Patch für die NDO-Utils.
hat ein Kollege von uns geschrieben, darf sich jeder runterladen, wer dazu fähig ist, die zu patchen, darf das gerne tun. Und damit werden wir eigentlich jetzt auch am Ende ankommen, oder? Was haben wir zeittechnisch? Ja, passt, oder? Okay. Ja, bitte. Mhm. Ja, wir haben zwei Lösungen auch hier. Wir haben in der Filiale den Punkt, dass eigentlich alle Systeme gleich sind. Das heißt, alle 1600 Workstations sind identisch aufgesetzt und haben die identischen Checks, sodass dort die Konfiguration eigentlich schon mitkommt im Image von diesem System. Genauso mit den Kassensystemen. Mhm. Genau, wir haben zusätzlich zu Puppet eigentlich noch eine Softwareverwaltung im Haus von Astis, wem das was sagt. Das nutzen wir eigentlich dazu, um Software auszurollen. Und wenn wir eine Änderung machen, dann bauen wir ein Paket, dann kommt es in die Softwareverwaltung rein und dann wird es auch auf das Referenzimage ausgerollt, sodass bei allen Neuinstallationen das Referenzimage mit diesem neuen Softwarepaket hergezogen wird. Die eigentliche Verwaltung erfolgt im SVN, ja. Also sprich, ich kann auch heute nur schauen, was habe ich vor 2 Jahren für Checks auf diesem Referenzimage gehabt. Aber der Austausch findet so statt. Ähnlich, wir sind gerade dabei, Puppet einzuführen an diesem Punkt. Ähnlich wird es auch mit Puppet sein, weil Stand heute haben wir das Problem einfach, dass ein Admin geht her und sagt, boah, dieser Check auf diesem System wäre toll. Tippt den dann dort ein, startet dann alle Dienste neu, registriert den neu, dann ist der da drin, aber dann ist er nur auf diesem einen System drin. Ein anderer Admin fragt sich dann wieder, wo kommt dieser Check her, weil es einfach auch keine Dokumentation gibt. Und um das zu erschlagen, haben wir gesagt, wir machen das jetzt ein Stück weit mit Puppet. Wir klassifizieren auch unsere Server in Gruppen, die ja doch alle ja, ziemlich gleich sind. Und legen dann unter etc.nrpe.cfg.conf irgendwie nrpe.conf.de die entsprechende Dateien an. Da gibt es dann eine Datei generic.conf, in der zum Beispiel ein Check-NTP, Check-Disk 1, Check-Disk 2, Check-Load und so weiter drinsteht. Und dann erkennt Puppet, da sind wir gerade dabei, auch welche Applikationen sind auf diesem Server installiert. Da wir eigentlich nicht über RPMs oder über Dev-Pakete installieren, sondern die Targetsets nach Opt entpacken und die alle auch irgendwelche uns bekannte Namen haben, können wir da natürlich hingehen und sagen, hey Puppet, wenn unter Opt eine Software installiert ist, die Application 1 heißt, dann zieh dir folgendes Config-File und pack das in den NRPE rein und dann in dem Moment weiß auch NRPE, was es für die Applikation überwachen soll. Und da müssen wir uns auch noch ein Stück weit überlegen, wie wir das mit Subversion und so weiter verheiraten. Also da sind wir gerade so. Das ist eine Konzeption an der Stelle. Die zweite Frage haben wir jetzt ausschlagen, okay. Falls jetzt keiner mehr Fragen hat, bitte. Nein, wir setzen nicht überall Debian ein. Wir setzen auch OpenSUSE ein, und zwar in den Filialen und SUSE Linux Enterprise Server in der Zentrale auf den Servern, auf denen es Sinn macht, und auf anderen wiederum auch Debian. Also in der Zentrale ist es so ein bisschen ein Mischmasch. Nö, das ist komplett selber zusammengebaut. Also es ist ein Plain Open SUSE mit unseren Erweiterungen dann eben. Ja, das Problem mit Support ist immer das, also unserer Erfahrung nach funktioniert auch Support nicht vernünftig. Wir sagen, wir sind in der Lage dazu, diese Systeme dahingehend selbst zu administrieren, auch bei Fehlern und Problemen, dass es funktioniert und neue Kunden
die mit uns, also neue Firmen, wie jetzt bei der Auswahl von unserer neuen Kassenhardware, die haben ein gewisses Interesse dran, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Einfach weil sie wissen, die Firma kauft mir 3000 Kassensysteme ab mit Peripheriegeräten und so weiter. Die haben aber was Eigenes und wenn ich jetzt natürlich da mitmischen will, dann muss ich mich auf den Deal einlassen, sonst geht es an die Konkurrenz. Nein, das ist eine, die bei uns, wir entwickeln unsere ganze Software, also nahezu alle Software selber. Ja. Also wir haben vor 2002, als wir dieses Projekt in-house gelauncht haben, mit einer Firma zusammengearbeitet, die uns diese erste Linux-Kasse hätte bauen sollen. Es war dann nicht ganz so einfach, weil bei uns doch öfters mal so die Anforderungen einfach wechseln und man muss auf irgendwelche Marktbegleiter reagieren, die dann irgendwelche Sondercoupon-Aktionen haben und braucht es dann selber eben auch in der Kasse. Von daher war das dann der Schritt, es selber zu tun, die bessere Variante. Es führt natürlich auch dazu, dass wir dann ungefähr 12-mal im Jahr eine neue Kassenversion ausrollen müssen. Aber wir sind ja glücklicherweise auf der sicheren Seite. Genau, wenn jetzt keiner eine Frage hat, gerne nachher draußen auf dem Gang in der kleinen Runde oder heute Abend oder der ganze Tag über und morgen.